Nachdem ich der älteren Generation schon angehöre, möchte ich die Atomenergie auch einmal aus einer historischen Sicht beleuchten. Ich habe schon einen Rückblick über Jahrzehnte und zum Beispiel eine Broschüre herzeigen, wie es damals in der Schweiz verteilt wurde: Kernenergie sicher, sauber, unentbehrlich, unerschöpflich, billig und. Von diesen Dingen hat sich im Prinzip ja kaum was bewahrheitet und wir sind mehr oder weniger damals angelogen worden und falsch informiert worden. Und heute sehen wir die Geschichte schon sehr viel deutlicher, nach dem, was ja alles in der Zwischenzeit passiert ist. Ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Das eine wäre ökonomisch und das andere ist sozial, politisch, verträglich, unverträglich. Aus der ökonomischen Sicht kann man sagen, es gibt 450 ungefähr Reaktoren und es kommen kaum welche dazu, auch wenn immer von der Renaissance geredet wird, aber die Geschichte ist einfach zu teuer, sodass man sich darüber trauen würde. Ne? Wenn es nicht staatliche Subventionen immer gegeben hätte oder die ganze Forschung von der Allgemeinheit finanziert worden wäre, dann wäre die Atomenergie sowieso nie so hoch gekommen und man kann sagen, sie ist heute eine Technologie, die man als warm gehaltene Leiche irgendwo bezeichnen könnte, wo man vielleicht sagen muss, das ist höchste Zeit, dass also der Stecker da rausgezogen wird. Wenn man den Weltenergiebedarf für die nächsten 25, 30 Jahre ungefähr anschätzen kann, dann müssten wir uns den Zuwachs dabei sozusagen im Auge hat, dann könnte man ungefähr mit 10.000 Reaktoren in den nächsten ein paar Jahrzehnten rechnen. Das hieß also jeden Tag einen Reaktor in Betrieb zu nehmen und da sieht man, wie unrealistisch das Ganze ist. Es gibt niemanden, der ein Atomkraftwerk versichert. Atomenergie trägt zum gesamten Weltenergiebedarf einige wenige Prozente bei. Also man kann sagen, es ist im Prinzip im Verhältnis zu dem, wie sie hochgespielt wird, ein zu vernachlässigender Faktor. Und wir haben, was auch sehr schwerwiegend ist, und das leitet schon zum Sozialpolitischen über, kein Abfallproblem gelöst. Also es ist eine Hypothek auf viele Generationen hinaus noch, wo Atomenergie nicht mehr funktionieren wird, weil das Uran nicht mehr da ist, aber die Leute sich noch also mit dem Abfallproblem und dem radioaktiven Zeugs beschäftigen werden müssen. Eine Hypothek für die Zukunft, viele Generationen belastet im Vorhinein und man sieht, die Geschichte ist nimmer mehr oder politisch nicht durchsetzbar. Man merkt doch, die Leute spüren aus der Erfahrung von Harrisburg, von Tschernobyl 1986, jetzt von Fukushima, von gut eineinhalb Jahren, dass also ein riesiges Gefahrenpotenzial da ist. Wenn das einmal sozusagen ausgelöst ist, dann gibt es unüberschaubare Schäden, auch wieder mit der Radioaktivität auf Generationen hinaus Belastungen. Also die Angst ist berechtigt und das Einzige, was in der Richtung eine Variante sein kann, das ist eben die Sonnenenergie und die sanfte erneuerbare Energie. Die Sonne sozusagen scheint für uns alle, lässt sich durch niemanden verknappen. Die Konzerne wollen halt verdienen und die Anleger Profite machen, aber bei der Sonnenenergie würde im dezentralen Sinne das nicht funktionieren. Und das wäre was für die Zukunft, wo man sagen kann, nachhaltig, sozialpolitisch, verträglich eben. Also Atomenergie setzt Kontrolle voraus. Atomenergie, der Robert Jung hat das Buch geschrieben, der Atomstaat. Atomenergie sozusagen setzt auch einen Polizeistaat voraus. Und das sind alles Dinge, die wir nicht haben wollen. Und daher würde ich sagen, müsste man so schnell wie möglich umschichten und auch im Hirn den Schalter umlegen und uns verabschieden von der Atomenergie und unsere ganze Kraft und auch die finanziellen Möglichkeiten in die erneuerbaren Energien, in die Sonnenenergie, in allen ihren Auswirkungen und ihren Sparten, in ihre Sparten setzen.